einige Mäuer. Das sind Ayurveda. Wir sind halt im Büschfeld und erobern uns diesen Weg. Ja, und was ist dieser Weg? Und zwar die Traumschleife Weg des Wassers. Wie viele Kilometer die hat, sehen wir ja alles da neben dran. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und ich wünsche jetzt euch viel Spaß. Und ich habe jetzt auch Spaß, weil es geht berghoch, wie das Heere. Also, bis später. Dann hat man alles schon. Da ist ganz schön rutschig, das nasse Holz. Wir sind hier jetzt am Punkt, wo man sich entscheiden muss, ob man den Dahlweg oder den Heerweg gehen muss. Ja, wie ihr seht, das Schild sagt auch schon, dass von November bis März der wirklich nur, also eigentlich gar nicht begehbar ist und dass man halt wirklich die Talroute wählen soll. Aber wir sagen euch, weil wir den Weg auch schon gelaufen sind, dass selbst der Steilabstieg nicht nur für Geübte ist, sondern auch wirklich im Sommer oder auch im Frühjahr nicht begehbar sein sollte, wenn das Wetter und halt die Witterung ziemlich nass ist. Das ist wirklich richtig gefährlich, da haben wir Seilsicherung teilweise dran. Das ist wirklich nichts, was man euch empfehlen würde, wenn ihr das nicht regelmäßig mache und auch gewöhnt sind.
Das, was da im Hintergrund der Rausche höre, das ist die Prims. Und das hinter mir, das ist der Marco. Und dem geht's auch genauso gut wie mir. Denn der Weh, der hat uns arisch gut gefallen. Was hat uns gefallen? Na, die jede Menge schmale Pfade. Wirklich noch und nöcher, wirklich Kuschenteil des Weges. Wir haben auch nur ein paar Weidepassagen mit vier Forstwege dabei, aber die Halle sich wirklich in Grenze und eher so als Verbindungsstücke gedacht. Ihr habt den Dörster Hof, also wirklich auch eine tolle Einkehrmöglichkeit. Und das war es auch sau lecker. Also die haben wirklich selbstgebackene Kuchen, dem man das auch definitiv anschmeckt. Und die Bibelschiss-Bohnen-Suppe, wo der Marco Elbegess hat, die war auch sau gut. Jo, ansonsten können wir den Weh wirklich komplett weiterempfehlen. Und bitte passen wirklich auf, dass man den Höhenweh zwischen November und März beziehungsweise bei schlechtem Wetter vermeide, weil das ist echt gefährlich. Das sind wir schon mal runtergegangen, wie das Wetter echt gut und auch machbar war. Und das war ein Haltstück bis mit der Unneware mit Seilsicherung. Das war ganz schön grevy. Ja, ich habe sonst nichts weiter zu sagen, deshalb gebe ich mir das Wort hin an meinen Hinnermann. Alle! Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Sarah der falsche Name vom Hof gesagt. Es ist der Dösterhof. Oder ich habe mich verheert, habe schlechte Ohren, weil ich einfach zu alt bin. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe nichts mehr zu sagen. Sie hat alles gesagt, alles supi. Und ich sage jetzt nur noch ganz liebe Grüße an euch alle und vor allem an den Topper. Das wäre der Weg gewesen, wo man runterkommen wäre. Da ist ja auch die Seilsicherung. Und bei den Witterungsverhältnissen von heute oder wie heute, ist es am besten, dass man wirklich den Talweg runtergeht. Viel sicherer, weil da ist man schnell ausgerutscht und es kann doch einiges passieren. Ne? So, wir haben es nochmal geschafft und haben den Weg hinter uns gebrungen.